Letztes Mal in Persona 5 Royal. I want to be with you. Oh. We still have some time before night falls. Makoto und ich haben etwas Zeit zu zweit verbracht. Schön. Nun zurück in die menschlichen Abgründe. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir unter anderem den Social Link mit Makoto aufs Maximum gebracht und hatten einen tollen Abend mit ihr verbracht. Jedenfalls denke ich, können wir davon ausgehen, dass wir einen tollen Abend mit ihr verbracht haben. Jetzt stehen wir wieder in der Schule. Wir haben inzwischen auch Akechi an dem Punkt, wo wir uns nicht mehr weiter um ihn kümmern müssen. Ja, der hat uns da zu einem Kampf herausgefordert. Diesen haben wir absolviert und ja, da können wir uns jetzt um weitere Social Links kümmern und haben ihn nicht mehr am Hals. Das heißt, wir werden weiter am Harem arbeiten. Und wir schauen mal, was wir an Nachrichten haben. Vielleicht bietet sich da ja auch was an. Hey, was machst denn du gerade? Gehen wir heute nicht in den Palast? Ich häng noch im Gang ab. Sag Bescheid, falls was ansteht. Ja, nee, vielleicht. Was hast denn da heute vor? Ich warte beim Leblanc. Halt mich auf dem Laufenden. Ja, vielleicht können wir ja mit Futaba jetzt langsam mal weiterkommen, oder? Könnte klappen, weil wir haben ja jetzt ein bisschen Güte dazu bekommen, soweit ich mich erinnere. Is everyone here? Für die Öffentlichkeit sind wir jetzt nur noch Kriminelle. Wir brauchen ihren Sinneswandel. Und da ist ein Update für Worms Rumble installiert worden, okay? Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, hier zu landen. Ja, was ist für heute? In dem Fall vertrete ich mir ein bisschen die Beine, melde ich, wenn es was gibt. Ja, was sollte das jetzt? Hey, Futaba, zu dir wollte ich eigentlich. Welcome back. Akira, willkommen zu Hause. Na, was hast du heute vor? Na, machen wir was zusammen. Du weißt, dass wir gerade eine Operation ausführen, oder? Na, willst du heute echt nicht infiltrieren? Ich denke, das ist schon okay. Really? Wirklich? Tja, ich kann mich wohl nicht beschweren, dass du mit mir abhängen willst, oder? Oh, stimmt. Tut mir leid, was in Akihabara passiert ist. Ich hab's vermasselt. Wow, Futaba wirkt echt deprimiert. Vielleicht solltest du sie aufheitern. Jawohl, jetzt klappt das. Dieser Polizeibeamte, der hat einen viel höheren Level als ich. Du hast das trotzdem gut gemacht, Futaba. Hast du wohl recht. Na, immerhin konnte ich hinterher was kaufen, aber nur weil du da warst. Egal. Können wir auf dein Zimmer gehen? Ich will noch etwas mit dir reden. Ja, aber natürlich. Dann hängen wir mal mit Futaba ab. Oh. Akihabara hat riesen Spaß gemacht. Ich denke darüber nach, nächstes Mal woanders hinzugehen. Sojiro will wirklich, dass ich wieder in die Schule gehen kann. Aber Internetkurse sind besser zum Lernen und ich müsste nicht mal aus dem Haus gehen. Ich glaube nicht, dass das was lösen würde. Du hast ja recht. Allein nur für mich zu lernen ist etwas anderes als eine Schule. Schule. Um ehrlich zu sein, ich will wirklich zurück. Glaubst du, dass ich das schaffe? Wenn wir zusammen daran arbeiten? Yes. Ja, toll. Ich werde mein Bestes geben. Na, was hat's denn jetzt für eine Idee? Ich soll dir eine Vorhabenliste anlegen. Ich musste immer alles für meine Mutter erledigen. Sie schrieb einige Monatsziele auf, zum Beispiel Hausputz oder kleine Erledigungen und Einkäufe. Aber wenn ich alles erledigt hatte, bestätigte sie das immer mit einem großen Stempel. Und sie schrieb immer Kommentare darunter und über die freute ich mich immer ganz besonders. Und wenn ich alles erledigt hatte, nahm sie sich immer einen Tag frei und verbrachte Zeit mit mir. Alright. Es ist also entschieden, ich lege mir eine Vorhabenliste an. Zeit, mir den zurechtzulegen. Und fertig. Das sind meine Vorhaben.
Erstens, an einen Ort gehen, wo viele Leute sind. Ich muss mich ja mal an Menschenmassen gewöhnen. Zweitens, zur Schule gehen. Ich will sehen, wie eine normale Oberschule von innen aussieht. Drittens, mehr über meine Generation erfahren. Ich brauche dringend mehr Informationen. Viertens, ein normales Gespräch mit einem gleichaltrigen Fremden führen. Was sagst du dazu? Ich finde, das klingt gut. Settled. Irgendeine Frist setze ich mir dafür aber nicht. Ich will das nur eines Tages erledigt haben. Du musst mir aber dabei helfen. Als Gegenleistung werde ich ein noch besserer Navigator. Du bist schon ein sehr guter Navigator. Ja, und ich glaube, wir sind in deiner Schuld, dir da zu helfen. Nicht andersrum. So, ich fühle, wie Futaba mir vertraut. Rang 2. Endlich können wir weitermachen. Chance auf komplettes Kartografieren einer Mementos-Etage bei ihrem ersten Betreten. Sehr schön. Sie kann jetzt Mementos-Scan nutzen. Wenn ich diese Vorhaben erledige, bekomme ich dann eine Belohnung? Na klar doch. Ich weiß, was zu fragen ist schräg, aber mit einer Belohnung am Ende bin ich echt motivierter. Dann sollst du die bekommen. Da wird uns schon was einfallen. Ach so oder so, ich pack das. Aber die Liste zu schreiben hat mich echt erschöpft, also morgen fange ich an. Okay. Ich mach mich dann mal vom Acker, bis dann. Futaba ging nach Hause. Na gut. Hätten wir das auch mal. Kriegen wir sogar noch einen Anruf von ihr. Hey, ich bin's. Danke, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast. Die Vorhabenliste wieder hervorzuholen hat Erinnerungen daran geweckt, wie ich sie mit meiner Mutter erstellt habe. Hey, wenn ich die Vorhabenliste fertig habe und zur Schule gehe, glaubst du, es würde Sotchiro glücklich machen? Darauf wette ich. Eben. Okay. Das ist noch ein Grund, warum ich daran arbeiten muss. Ich wollte mir was einfallen lassen, was ich für Sotchiro tun kann, aber das ist momentan alles. Aber erst muss ich die Vorhabenliste abarbeiten. Alleine wäre das mega hart, so wie ein Solo-Kampf gegen den Endboss. Aber jetzt habe ich dich in meiner Gruppe. Ich zähle auf dich. Also ja, ich bin richtig heiß drauf. Beginnen wir mit dem Phantom Quest 4. Die Stunde der Diebe. Ah, sicher, wir haben nur eine Gruppe von 2 Personen, aber keine Sorge. Ciao erstmal. Ja, wird schon klappen. Die Kleine verwirrt mich zunehmend, aber ja, wird schon funktionieren irgendwie. So, wir haben eine Nachricht. Hast du heute Zeit? Hier ist der Manager vom Orinobeko. Ich brauche dein Geld eigentlich nicht. Könnten wir es können steigern, ja? Ich weiß ja nicht. Das hatten wir schon mal. Warte mal, es können steigern. Brauchen wir können? Würde uns das was bringen? Akira, Sozialwerte. Nee, können es auf Maximum. Können würde uns gar nichts bringen. Okay. Na, dann schauen wir uns doch mal um, wo denn gegebenenfalls noch Social Links jetzt verfügbar wären. In Kanda und in Akihabara. Kanda wird doch aber nicht gehen, oder? Da fehlen uns doch noch Fähigkeiten dafür, oder? Good evening. Der goldene Weg zum Sieg liegt im Rückzug. Das heißt, ein Rückzug kann eine effektive Strategie sein, wenn darauf ein Angriff folgt. Das solltest du im Kopf behalten. Es tut mir leid, ich bin gerade nicht in der Stimmung für eine Partie. Ich kann dir jetzt Shogi nicht beibringen. Ich kann es ab jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt schachmatt. Mir bleibt nur aufzugeben, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, welcher Zug auf dieses Schachmatt folgen soll. Hifumi weiß nicht weiter. Ich bräuchte Wissen auf Hochgebildet, okay. Tja, dann. Eher nicht, würde ich sagen. Akihabara ist dann wahrscheinlich nur... Das könnte meinen Charme verbessern. Es ist die Frage, wo gehen wir hin? Na, warte mal. Arbeitet eigentlich... Warte mal, was für einen Tag haben wir denn? Mittwoch. Ich glaube, die arbeitet nicht, aber wir können es trotzdem mal probieren. Bin mir nämlich gerade nicht mehr ganz sicher. Wir gehen mal ins Leblanc. Und gucken mal, ob wir unsere liebe Maid anrufen können. Oh. Freitag und Samstagabend, okay. Also nicht, okay. Na, was treibt man denn dann jetzt? Wir müssten auf jeden Fall mal irgendwie
Entweder Wissen, Mut oder Güte. Wobei, Güte brauchen wir jetzt nicht mal mehr so unbedingt. Wissen und Mut wäre vielleicht sinnvoll. Wissen bräuchten wir für unsere kleine Shogi-Spielerin. Müssten wir mal gucken, ob wir das irgendwie lesen. Lies bitte später. Okay. Wie könnten wir jetzt an diesem Abend unser Wissen aufbessern? Was könnten wir denn da tun? Könnte meinen Charme verbessern? Mein Können? Können in Schlagkäfigen? Quatsch. Zur Station. In Shibuya. Hätten wir da irgendwas? Mut wäre Big Bang Burger, ist klar. Wissen im Diner. Dann gehen wir ins Diner und lernen. Ich denke, das dürfte jetzt so ein bisschen unsere beste Möglichkeit sein, da die Zeit ja noch sinnvoll zu verbringen. Hoffe ich zumindest, dass das irgendwie noch vorm Sinn macht, ja, jetzt an der Stelle. So. Oh, Neuzugang im September, der Totempfahl. Okay, was ist denn das? Zeug von großem Können. Okay. Charme. Güte. Können. Können ist ja aber schon ganz oben. Dann lieber Charme noch mitnehmen. Oder abenteuerlustige Gourmets. Das bringt doch Mut, oder? Können ist auf jeden Fall schon ganz oben. Güte oder Charme. Oder Mut. Ich hoffe mal, dass es Mut ist. Ich nehme das jetzt einfach mal. Hoffentlich klappt das. For real? Ja, Mut, okay. Gut, okay. Wanna head back? Da müssen wir jetzt ein bisschen dran arbeiten, so nach und nach. Güte, Wissen, Mut. Ich muss mir das endlich mal merken. Wir haben den Sitzplatz. Und wir haben doch irgendwas angefangen zu lesen, was wir noch fertig lesen sollten, oder? Da war doch was. Genau, hier, Buch mit Weisheiten. Aber Wissen bringt doch nichts. Hm? Ach doch, natürlich bringt Wissen was. Ich bin doch ein Idiot. Seht ihr, das ist mein Problem. Ich merke mir einfach nicht, welche Stats ich unbedingt brauche und welche nicht. Oh, hat das jetzt gereicht? Nee. Weil dieses Funkeln da war, da denke ich immer, okay, wir sind aufgestiegen. Aber das war nur, weil es 3 Punkte waren. Na gut. Jetzt gehen mir doch nicht die Ohren voll. Ich sehe lieber zu, dass du ein bisschen häufiger arbeitest, sonst kommen wir mit der ja nie voran hier. Also als Maid. Na, warum seht ihr mich so an? Ich leide sicher nicht freiwillig an Schlafmangel. Ja, meine Nachbarn haben ihren Müll zu Frührost gestellt. Das hat Krähen angelockt. Laute Krähen. Die Müllnetze, die die Stadt ausgibt, halten die Vögel nicht lange weg. Krähen lernen schnell. Wisst ihr eigentlich alle, wie das Kännchen für Krähe aussieht? Die Zeichen für Vogel und Krähe sehen sehr ähnlich aus. Letzteres hat aber einen Strich weniger. Na, was sagst du, Kurusukun? Das ist doch leicht mit Vogel zu verwechseln, oder? Know the answer? Das Zeichen für Vogel hat einen Strich, der dem Zeichen für Krähe fehlt. Es steht für das Auge. Ah, okay. Verstehe. Ja. Minimaler Unterschied, ja. Ein bisschen höher ist es dadurch auch. Weißt du, warum es im Zeichen für Krähe fehlt? Krähenaugen sind schwer zu sehen, würde ich sagen, weil die sind genauso schwarz wie die Krähe. Ja. This is it. Way to go. Ah, genau. Krähen sind natürlich schwarz gefiedert, also ist es schwer, ihre schwarzen Augen zu erkennen. Aber Krähen sollen über tolle Sehkraft verfügen und sogar UV-Strahlen wahrnehmen können. Nice going. Gut, haben wir wieder ein bisschen Wissen.
Kann nicht schaden. Ein anderes Kanji für Krähe spricht man übrigens gar aus, was den Ruf der Krähe imitieren soll. Beim Zeichen für Taube ist es ähnlich. Es basiert auf dem Ruf der Taube und wird Kuk gesprochen. Krähen sind ziemlich schlau. Ihr solltet fleißig lernen, damit sie euch nicht abhängen. Was war denn das wieder für ein Pun? Also das mit dem Witze machen muss unsere liebe Kawakami noch mal ein bisschen üben. Da sollten wir ihr bei Gelegenheit ein bisschen Nachhilfe geben. Na, kommst du heute? Ich bin in der Arkade, kommst du heute her? Na, komm doch vorbei, ich kann dir ein paar neue Moves zeigen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal, was sich so anbietet. Okay, oh, ist gar niemand auf dem Dach. Verstehe. Wir können trotzdem... Ist das immer noch Makoto? Achso, wir könnten quasi mit ihr auf ein Date gehen dann in dem Fall, oder? Weil wir haben doch... Makoto auf Max. Was, wir haben Makoto nicht auf Max? Doch, hier, hier steht sie doch, ich wollte schon sagen. Gibt's doch gar nicht. Boah, jetzt war ich schon erschrocken. Nee, alles gut, dann werden wir das nicht tun. Sonst noch irgendjemand hier in der Schule? Sieht nicht so aus. Nö. Schauen wir mal, ob sonst noch irgendwo jemand rumhängt, wo was geht. Also Akihabara ist klar, der Gamer. Kann da... nur Yongen. Futaba, hm? Dann machen wir doch mit ihr gleich noch weiter, oder? Aber ich glaube nicht, dass das geht, hä? Hm? Machen wir was zusammen? Schon okay. Na, ich würde gerne an meiner Vorhabenliste arbeiten. Ja, wird bald stärker werden. Okay, wir können einfach so fortschreiten. Dann werden wir das tun. Na, komm in mein Büro. Dein Büro, sehr schön. Alright. Ah, gebongt. Fangen wir mit der Vorhabenliste an. Der erste Punkt lautet, einen Ort mit vielen Leuten besuchen. Da kenne ich den perfekten Ort. Akihabara Wars, die Rache der Futaba. What? Ihr geht nach Akihabara? Na, seid bitte vorsichtig, okay? Akihabara Wars, die Rache der Futaba. Ich brech zusammen. Hey, hey. Aha, hast du den Aufsteller vorhin gesehen? Wer das gemacht hat, ist ein echter Pro. Na, nicht so gut wie Inari natürlich. Yosuke hat ein besonders perverses Sicht auf die Kunst. Was ist denn hier los? Ne, in der PC-Abteilung bieten die gerade alles mit riesen Rabatten an. Oh, was? 3 Terabyte für 500 Yen? Krass, das ist ja geschenkt. 500 Yen, das wären Fuffi so in etwa, hä? Das sind 3 Terabyte gar nicht schlecht. Nee, das wird in Sekunden ausverkauft sein. Oh, 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 ob das so gut war jetzt... Oh, ist Futaba jetzt mitgeschleift worden? Mini, Mini. Ich bin im Königreich der Küchengeräte gefangen und der 3 Terabyte Krieg tobt. Hier sind so viele Menschen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Anruf ist abgebrochen. Vielleicht sollte ich mal nach Futaba sehen. Ja, ich glaube auch. Ah ne, da kommt sie schon. Da bist du ja. Dir geht's also gut? Überhaupt nicht. Ich hatte solche Angst. Oh, Futaba, beruhig dich. Ich dachte, ich würde dich erst am Ende aller Tage wiedersehen. Aber dann habe ich einfach an dich gedacht und schon erschien ein wilder Akira. Was? Okay. Tja, schön, dich wiederzusehen. Na, du bist also erleichtert, ha? Was für ein glücklicher Zufall, ich auch. Hm? Moment mal,
mal. Ich habe doch gerade das Vorhaben, einen Ort mit vielen Leuten besuchen erledigt, oder? Ah, bin ich genial oder bin ich genial oder was? Ah, verdanke ich nur dem 3-Terabyte-Krieg. Ach, und dir natürlich, weil du mich hergeschleift hast. Ich, Futaba Sakura, danke dir hiermit sehr herzlich. Du hast mich hergeschleift, nicht andersrum, ne? Das ist ja hoffentlich klar. Ich spüre Futabas unschuldige kindliche Freude. Och, süß. Ja, Rang 3. Kein neuer Skill, aber wir hatten ja erst einen bekommen. Ist den noch schon okay? Ich weiß nicht. Als ich den Dungeon Solo angegangen bin, hatte ich echt heftige Panik. Ich glaube, wenn du nicht bei mir bist, Akira, ist trotzdem alles noch unheimlich. Na gut, dann schreibe ich noch ein Vorhaben in die Liste. Ohne dich klarkommen und keine Angst haben. Das könnte eine richtig lange Quest werden. Irgendwann werde ich aber auch die abschließen. Lass dir damit ruhig Zeit. Ah, ich bin echt total groggy. Okay, going home. Ah, gehen wir lieber nach Hause. Dann gehen wir mal heim. Du musst nicht immer anrufen, du wohnst. Das ist doch sowieso dein zweites Zuhause hier. Du häng doch einfach mit hier ab. Hey, ich bin's. Danke für die Hilfe heute. Also, ich habe das Vorhaben, an einen Ort gehen, wo viele Leute sind, geschafft. Beim ersten Versuch, nicht schlecht. Ich bin immer noch nicht sicher, wie ich ohne dich klarkommen und keine Angst haben umsetzen soll. Aber wenn das so weitergeht, bin ich ja ruckzuck durch, oder? Wir geben beide unser Bestes, würde ich sagen. Ich pack das. Mir egal, wie schwer die Quests sind. Ich erledige sie alle. Jedenfalls muss ich mich jetzt wohl ein bisschen grinden. Für einen fetten Kampf zu leveln, das ist Standard. Ich mache mich mal schlau, ob es noch andere Wege für mich gibt, mehr Power zu kriegen. Das ist ganz schön spannend, was? Wir sprechen uns später. Ja, alles klar, geh mal googeln. So, mal sehen, was wir an diesem Donnerstagabend jetzt noch machen können. Gut, mit ihm hier kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Da fehlt uns noch was. Ich glaube, Mut oder so. Bin mir zwar gerade nicht... Nee, da brauchen wir auch Güte, oder? Aber auf dem Max-Level, soweit ich mich jetzt erinnere. Müssen wir mal schauen. Vielleicht probieren wir es mal, aber... Akihabara wäre noch... Das ist dann wieder der Gamer, ha? Oder? Um die Uhrzeit? Abends? Ja, doch, nee, klar. Passt schon. Ja, ja, der ist auch abends dort. Der ist den ganzen Tag dort, soweit ich mich entsinne. Wir probieren es einfach mal nochmal kurz, damit wir genau wissen, was Sojiro hier verlangt. Ja, genau, er will wegen Futabas Onkel was unternehmen. Engelsgleiche Güte bräuchte ich, ja. Also klappt das nicht. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz nach Akihabara. Und wenn es wirklich nur der Gamer ist, dann würde ich eher sagen, wir gehen unser Wissen aufpolieren. Ach naja, nee, hier, er ist ja auch noch da. Ja, stimmt, Mishima gab es ja auch noch. Und der Gamer ist gar nicht da. Ja, verstehe. Ja gut, wir können uns ja mal nebenbei noch ein bisschen in den Läden hier umschauen. Der Retro-Spiele-Laden, vielleicht gibt es da noch ein bisschen was Interessantes. Oh, okay, ja stimmt, wir haben ja das Game durchgespielt, da haben wir jetzt auch das Featherman-Abzeichen. Und ja, nö, wir haben ja alles gekauft und es gibt nichts Neues. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Warte mal, wo ist denn hier der Eingang? Hier ist doch eine Tür eingezeichnet, hier, ja. Okay, Maschinenteile, Infiltrationswerkzeuge. Oh, verbesserte Skills für Werkzeugherstellung. Na, dann lass doch das mal mitnehmen. Wieso haben wir das noch nicht? Okay. Das war interesting. So, und in der Arkade können wir hier was Interessantes machen? Greifautomat. Oh, ein Jack Frost, ja. 300 Yen pro Versuch. Na ja, los, dann versuchen wir es mal. Okay. Mal schauen, ob es klappt. Der hätte mal wieder was fürs Regal. Na, ist der kritische Moment, ha? Na, dann schauen wir doch mal. Na, sieht doch gut aus. Nice going. Jawohl, eine Jack Frost Puppe. Ja, dann stellen wir die doch auf. Gar kein Problem. So kann ich hier kann ich an Arcade-Automaten. Oh.
Achso. Da passiert gar nichts großartig. Ja gut, dann gehen wir wieder raus aus der Arkade. Kein Problem. Und schauen uns mal weiter um. Haben wir bestimmt noch so einiges, wo wir einen Otaku laden. Was gibt's denn so schönes Motorradfigur? Ach so. Aha. Geschenke. Wir haben im Moment genug Kohle, da nehmen wir die mal einfach alle mit und da wird schon was Richtiges für den ein oder anderen Social Link dabei sein. Sollen wir nur recht sein an der Stelle? Was haben wir denn hier eigentlich? Might Café. Ach so, na eben. Was brachte uns das denn? Charme. Nee, das brauchen wir nicht. Elektronik Megamarkt. Was haben wir denn da eigentlich so Schönes? Ach so, der ganze Kram hier. Naja, gut. Das meiste haben wir doch davon schon, oder? Wir haben das doch schon alles. Nee, nicht alles. Achso, die Digitalkamera haben wir freilich nicht mehr in Besitz, ja. Und ich glaube, den Saugroboter haben wir auch schon verschenkt. Und den Rest haben wir, ja. Ich hatte schon mal alles gekauft, genau. Ich könnte es jetzt nur nochmal kaufen, aber da sehe ich relativ wenig Sinn drin. Was haben wir denn hier eigentlich so Schönes? Kapselautomat. Machen wir mal. Gucken wir mal, was rauskommt. Kinky Kinky. Okay. Knew you could do it. Ist selten. Okay, das ist sicher Karma. Aha. Was bringt uns das? Keine Ahnung. Wie dem auch sei, wir sollten jetzt mal... ich glaube Shibuya und dann ins... Ach so, nee, Quatsch, nicht Shibuya, sondern nach Yongen und zwar ins... Nee, doch. Doch Shibuya. Da bin ich jetzt blöd. Lass mich mal gucken. Geodon Restaurant. Genau, ins Diner. Wissen. Ich will erstmal das Wissen fertig kriegen. Eins nach dem anderen. Mut hätten wir dann immer noch die Möglichkeit, Big Bang Burger zu nutzen. Aber Wissen ist jetzt auf jeden Fall auch erstmal für Hifumi wichtig. Yep. Wir können auch parallel am Mut arbeiten. Mit einem Überraschungs-Sando. Dann machen wir erstmal das beides. Und die Güte, gucken wir doch mal, wie wir sie machen. For real? Gibt zwar immer relativ wenig Punkte, aber was soll's. Ist besser als nichts. Wanna head back? Wir müssen das jetzt so langsam durchziehen, das nützt alles nichts. So. Freitag. Das heißt, wir könnten heute Kawakami anrufen, heute Abend. Dann würde ich sagen, machen wir das noch. Erste Pläne für heute. Wie sehen deine Pläne heute aus? Ich bin gerade in Shibuya. Schauen wir mal. Passant beobachten. Aber, ich... Ja, nee. Was machen wir heute? Irgendwelche Pläne für ein Treffen? Nicht unbedingt, aber Ahn wäre vielleicht interessant. Das könnte man mal in Angriff nehmen. Untergrund-Einkaufszentrum treibt die sich, glaube ich, rum. Mit Ahn mal weiterkommen und dann sehen wir mal, dass wir heute Abend Kawakami mal einladen. Ach, Akira, was hast du heute vor? Na, machen wir was zusammen, Ahn. Ist ja lange her. Ja, wir haben den Schatz noch nicht gefunden, aber wir haben Zeit. Tja, wenn du dir so sicher bist, soll ich mir wohl keine Gedanken machen. Ich wollte dich eigentlich was fragen. Hast du heute Zeit? Jawohl, klappt. Sehr schön. Ja, wir wollen mit Ahn abhängen. Ich verstehe die Frage gar nicht. Also, Shio zieht heute weg, bevor sie gehen möchte. Ich sehe das Schuldach nochmal sehen. Sie hat noch Probleme, Treppen hochzukommen. Könntest du mir helfen, sie zu tragen? Na klar doch. Können wir machen. Ach, oh, Nakira-kun, ich bin echt schwer, was? Und danke für die Hilfe. Wo willst denn du schwer sein, hä? An dir ist doch genauso wenig dran wie an Ahn. Dich tragen wir doch auf einem Arm hier hoch, Mädel. Hey. Na, auf Akira ist Verlass, was? Ja, genau wie du gesagt hast. Ah.
Ganz schön hoch oben. Warum wolltest du hier hoch? Ich glaube, um das ein für alle Mal hinter mir zu lassen. Um ehrlich zu sein, ich wollte den Moment noch einmal erleben. Mit diesen Sachen wieder hier stehen. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlen würde. Nun damals, was ging dir da durch den Kopf? Ich wollte nicht sterben. Ich wollte nur weg, fliehen. Es war, als würde eine andere Person in mir schreien. Als würde sie mir sagen, ich muss hier hoch. Es fühlte sich so an, als wollte mich diese Person umbringen. Oh. Ich weiß, diese Person war ein Teil von mir. Meine eigene Schwäche. Ich wollte sehen, ob sie jetzt wieder auftauchen würde. Sie ist fort, nicht wahr? Ja, sie existiert nicht mehr. Du bist unglaublich stark, Shio. Du kannst heute nur hier stehen, weil du in der Reha so unglaublich hart an dir gearbeitet hast. Ah, vielleicht. Aber das habe ich alles dir zu verdanken, Ahn. Hä? Ich? Weil ich gesehen habe, wie sehr du dich immer anstrengst. Wie du versuchst, cool zu sein. Ein Filmstar werden willst und ein besseres Model. Du bist immer so positiv, deine Augen funkeln vor Motivation. Du gibst immer alles, darum konnte ich nicht zulassen, dass ich mein Leben im Krankenbett vergeude. Deshalb wollte ich widerstehen und laufen können. Nur wegen dir. Andere zum Besseren verändern, das ist wahre Stärke. Shio! Ich bin nicht stark. Ohne dich bin ich nichts. Ich bin nur ein einsames, verängstigtes Mädchen. Ahn, tut mir wirklich leid, dass ich die Schule wechseln muss. Ach, Shio. Ich werde irgendwann ein richtiges Model. So wirst du mich immer sehen können und weiterhin alles für dein Leben geben. Ich werde in vielen Magazinen sein und in Interviews viel tolles Zeug von mir geben. Also... Bleib gesund, mach weiter so, aber übertreib's nicht, ja? Und meld dich mal. Pass bitte gut auf dich auf. Ach, Ahn. Ich liebe dich. Was? Ist das jetzt in der Übersetzung platonisch gemeint oder sagt sie im Japanischen das wirklich so? Sobald ich wieder von ganzem Herzen lachen kann, komme ich dich besuchen. Ja. Okay, das würde mich ja jetzt mal interessieren. So, Shio ist mit ihrer Familie umgezogen. Hey. Ich muss das beste Model überhaupt werden. Das Versprechen an Shio werde ich einhalten, ganz bestimmt. Ich werde mich nicht drücken. Ich werde lernen, wie man richtig trainiert und wieder üben, wie man auf dem Laufsteg flaniert. Ich will andere Sprachen und Kulturen kennenlernen, damit ich im Ausland arbeiten kann. Weil nur so kann ich Shio zeigen, wie hart ich selbst an mir arbeite. Ich glaube an dich. Schaffst das schon. Ja. Mhm. Wenn ich es schaffe mit Shio, dann wird sie sicher. Ja. Verdammt, ich wollte doch nicht weinen. Aber es hört einfach nicht auf. Ich sollte meine Worte sorgfältig abwägen. Sind wir schon soweit, ja? Jetzt, ja, ich bin wohl wieder alleine. Du hast mich. Oh. Akira. Akira. Ich liebe dich. Was? Okay, das läuft diesmal so rum. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, aber es passt ja zu Ahn. Warte, was habe ich gerade gesagt? Du hast ich liebe dich gesagt. What? Ich habe was gesagt? Klar habe ich das gesagt. Und ich meine es auch so. Ich liebe dich wirklich. Also, das ist so richtig und echt. Warte, was? Ahn und ich sind jetzt ein Paar. Okay, das war dann wohl eine der direktesten derartigen Begegnungen, die man bisher in einem Persona-Game gesehen hat, oder? Aber, ja, warum nicht? Es passt ja irgendwie auch zu Ahn. Ja, ich meine, sie ist ja doch in den meisten Fällen
relativ offen und gerade raus und in so, mit sowas auch relativ in Anführungsstrichen aggressiv unterwegs. Also von daher finde ich doch, das ist in Ordnung. Das geht klar so. Skill Schützen. Chance auf Schutz Jokers vor einem sonst tödlichen Angriff. Sie also auch. Alright. Sehr schön. Gut. Dann sind wir auch bald durch mit Ahnen. Es gibt kein Zurück. Ich schätze, wir sind jetzt mehr als nur Freunde. Das ist mir ein bisschen peinlich. Lass mich los. Willst du mich etwa umbringen? Ach, komm, jetzt hör aber auf. Ahne und ich haben etwas Zeit zu zweit verbracht, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte. Ja, schön. Das war doch auch erfolgreich, würde ich sagen. Oh, ich wollte mich bei dir nur bedanken, dass du heute mitgekommen bist. Ich wäre ohne deine Anwesenheit nicht in der Lage gewesen, mich so ehrlich auszudrücken. Weil du da warst, konnte ich mich hier auch richtig öffnen. Übrigens, ich war zu nervös, um dich das zu fragen, nachdem wir vom Dach runtergekommen sind, aber bleibst du immer an meiner Seite? Das musst du mittlerweile wohl schon. Na, aber natürlich. Versprochen. Es gibt kein Zurück, Witze sind nicht mehr drin. Ich werde auch an deiner Seite bleiben und dich niemals verlassen. Hoffentlich bist du darauf vorbereitet. Hoffentlich sind die anderen Mädels darauf vorbereitet. Oh, ich komme mir gerade ein bisschen assig vor, aber gut, was soll's. Wir haben diesen Weg gewählt, da müssen wir jetzt durch. Na, wie auch immer, ich werde als Model und Phantomdieben hart arbeiten. Lass mich besser nie gehen, Akira. Ansonsten erklimme ich schnurstracks die Spitze und du wirst Ewigkeiten brauchen, um mich einzuholen. Ah, wir sprechen später wieder. Ciao. Tja. Okay. Das war wirklich mal Strike Forward, aber es ist schon okay. Passt schon soweit. Ja, die Leute, die an uns glauben, sind jetzt unter 10% gefallen. Na, nicht gut, aber was haben wir eigentlich erwartet? So, Guti. Also, wegen dieser Ermittlung. Sie haben wohl keine Beweise, die auch nur im Ansatz als solche bezeichnet werden könnten. Es scheint auf jeden Fall so, als wollten sie ihre Pläne trotzdem durchziehen. Na, sie wollen wohl an der Schützenakademie als auch beim LeBlanc ermitteln, oder? Ja, das stimmt. Ich verstehe, ja, Shujin, aber warum beim LeBlanc? Nun, der Schlüssel dazu ist Wakaba Ishiki. Hä? Wegen der Forschung meiner Mutter? Korrekt. Ihre Studie zur Psychognistik ist eng mit diesem Fall verbunden. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Na, dann steckt also der Kerl hinter all dem. Ja, genau. Das kann kein Irrtum sein. Der Täter ist bestimmt derjenige, der die Psychognistik aus dieser Welt entfernt hat. Ah, und weil sie die Forschung darüber beseitigt haben, können jetzt nur noch sie diese Kräfte nutzen. Ah, wie scharfst du nicht von dir? Ja, das ist die einzige logische Erklärung. Sai-san und ich haben nach Hinweisen auf diese Forschung gesucht. Gerade als wir unsere Ermittlungen vertiefen wollten, hat dieser Aufruhr begonnen. Damit alles nur noch mühsamer wird. Es gibt nur eine Person mit starken Verbindungen zur Shushin-Akademie und zum LeBlanc. Und diese Person ist der Chef der Phantomdiebe. Also hat der Täter das alles im Voraus geplant. Ach, um Himmels Willen, nein. Das wäre unmöglich. Dabei haben sich viele zufällige Situationen perfekt ineinander gefügt. Ey, Alter, hast du das gehört? Du hast also einfach nur abartiges Pech, ja? Fühlst du dich jetzt besser? Ah, das ist nicht gerade witzig, Ryoji. Ach, komm schon. Du musst darüber doch mittlerweile lachen können, oder? Ja, dein Glück ist wirklich unglaublich. Ja, auf jeden Fall ist das der Stand der Dinge. Und deswegen müssen wir die Ermittlungen unbedingt behindern. Ja, das ist unser Plan. You really do have something special about you. I can say that with confidence now. Jetzt werd du auch noch frech. Oh Mann. Okay, was diese Nachrichten sagen, die wir da im Postfach haben, erfahren wir in der nächsten Folge von Persona 5 Royal. Und dann werden wir auch mal sehen, ob wir dann jetzt endlich mal wieder Kawakami einladen oder nicht. Aber ich denke, eigentlich müsste es ja heute klappen, oder? Und ich denke, danach sollten wir, denn dann sind nur noch 8 Tage übrig, auch mal zurück in Sai's Casino gehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!